Moore entstanden vorwiegend nach dem Ende der Würmeiszeit vor etwa 10.000 Jahren. Niedermoore und Hochmoore sind Wasserspeicher, Kohlenstoffspeicher und Lebensraum vieler gefährdeter Tier- und Pflanzenarten. Und da fragt man sich, was kann der Naturschutzbund zur Auflösung dieses Widerspruchs tun? Warum hast du dich denn für dieses Thema hier entschieden? Die Wahl des Themas ist eigentlich nie meine, sondern das ist vorgegeben, nachdem das eine Veranstaltung ist, die über das Live-Plus-Projekt aus Irland finanziert wird. Da muss man einfach die Themen aufgreifen, mit denen sich auch das Live-Plus-Projekt auseinandersetzt. Und wir sind eben gerade mittendrin im Moor renaturieren. Also wir schauen, dass wir den Wasserhaushalt der Moore wiederherstellen in 9 Mooren im Talbereich zwischen Bad Mitterndorf und Bad Aussee. Und da bietet sich dann an, auch einen Wissensaustausch bzw. eine Informationsveranstaltung zu machen über dieses Thema. Moore zählen zu den Lebensräumen, die am meisten durch menschliche Eingriffe gefährdet sind. Entwässerungen, Aufforstungen, Torfabbau, Verbauung und Tourismus ließen 80% der ursprünglichen Flächen verschwinden. Heute versucht man sie langfristig zu renaturieren. Also sehr, sehr schwierig. Man muss global oder europaweit ansetzen, dass im Dorf, nämlich in keinen kleinen Mengen, das sind Millionen Tonnen, die vor allem aus Russland und dergleichen kommen, aber bei uns eben verwendet werden. Im Kleinen. Was kann denn der Laie für das Moor tun? Naja, der Laie kann, sofern er einen Garten hat oder Blumenkisterl und Pflanzen verschenkt, darauf achten, dass es torffreie Erde ist, auf der die Pflanzen wachsen. Besteht eine Chance, dass die Moore ihre Aufgabe auch in Zukunft erfüllen? Sie werden sie erfüllen müssen, weil wir haben ein neues steirisches Naturschutzgesetz, in dem steht, dass alle Moore über regionaler Bedeutung zu schützen sind. Schöne, wertvolle, interessante, besondere. Die österreichischen Bundesforste haben den Slogan, wo die Natur zu Hause ist. Und die Moore gehören zur Natur, ist ganz was Wesentliches. Und konkret tun wir Renaturierungsmaßnahmen machen in Mooren, die verändert worden sind, wobei der Zustand unserer Hochmoore, sind überwiegend Hochmoore, die wir verwalten, betreuen und managen, sehr gut ist. Ungefähr 75% sind im natürlichen Zustand und bei den restlichen 25% sind wir seit einigen Jahren dabei, die in einen besseren Zustand zu bringen, dass sie auch in einen natürlichen Zustand dann im Endeffekt überführt sind. Was ist denn für Sie eine optimale Renaturierung? Eine optimale Renaturierung wäre zum Beispiel, den Grundwasserspiegel anzuheben, genau zu schauen, welche anderen Beeinflussungsfaktoren es noch gibt, ob zum Beispiel eine Langlaufloipe, die drüber geht und repariert wird, ob das vielleicht ein Problem darstellen könnte, da es zu Verdichtungen kommt oder dergleichen, oder ob es zu einer Konzentration von Weidetieren kommt, also Rindern zum Beispiel. Da müsste man dann unter Umständen lokal eingreifen und gemeinsam mit den Partnern hier versuchen, Lösungen zu treffen. Es kann nur einvernehmlich sein, da darf es keine Zwangsmaßnahmen geben. Moore, ich habe es erst verstanden, wie viele Gradienten so ein natürliches Moor hat. Das ist das Hochmoor und dann diese vielen, vielen Übergangsbereiche. Was wir heute kennen und erleben, ist Intensivwiese, Zackgraben, Hochmoor. Welches Europaschutzgebiet gibt es denn bei uns und wie groß ist es? Also wir haben jetzt in der Region 4, das ganze Tote Gebirge 14.000 Hektar, Dachsteinplateau 7.000, die kleinen Sleimmöser, die sind glaube ich jetzt 12 Hektar und der Ödensee mit den Mooren herum sind 200 Hektar. Also ganz unterschiedlich riesige alpine Gebiete oder eben kleine spezifische Gebiete, wo es um einen bestimmten Lebensraum geht oder um eine bestimmte Art. Was bedeutet das für ein Moor, wenn es im Europaschutzgebiet liegt? Also, nachdem ich ja Europaschutzgebiete betreue, ist der Zugang, um ihn ganz einfach zu erklären, früher war es Naturschutzgebiet, da ist ein Gebiet verordnet worden, sozusagen eine Grenze außen herum und drinnen darf das und das nicht mehr passieren. Aber ob da der Frosch drinnen lebt oder nicht, hat eigentlich niemand nachgeschaut. Und Europaschutzgebiet heißt ein Gebiet und da drinnen
will man wissen, wie es geht dem Frosch, gibt es ihn überhaupt noch und was kann ich tun, dass dieser Frosch dort weiterleben wird, weil es soll ja die Erhaltung sein. Das heißt, ich habe plötzlich den Auftrag zu schauen, wie geht es meinen Leben, so wie geht es meinen Mooren. Und das ist eine Aufgabe, ein Auftrag, es sollte ihnen möglichst gut gehen. Und damit ist eine gewisse Dynamik. Ne? Man müsste was verbessern, also da kommt ein neuer Auftrag. Und das ist eigentlich das Spannende. Am 24. und 25. Oktober zeigte eine Reihe von Vorträgen und Exkursionen in Bad Mitterndorf die vielfältige Problematik des Ökosystems Moor. In einer abschließenden Podiumsdiskussion wurde klar, dass jeder Quadratmeter erhaltenes Moor zählt. Eine Minute nach 12, eine Minute vor 12, wir sind sicher spät dran.